Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar werde ich heute mal Syndicate Games spielen. Das Ganze ist auf dem Multicube.net Server, soweit ich weiß. Und für die, die Syndicate Games nicht kennen, das ist quasi eine Mischung aus One vs. One und Survival Games. Also es ist halt eine Map und da gibt es halt Kisten und man kann sich Stuff suchen und so weiter. Aber es gibt ja nur 2 Spieler statt 24 zum Beispiel. Und ja, ich würde sagen, wir gehen hier mal direkt in eine Arena. Und zwar gehe ich hier mal in Circus oder so. Keine Ahnung, ich kenne die Maps alle gar nicht. Und da ist ein Zug vor mir oder so. Wir spielen gegen irgendeinen Typen, der halt voll die guten Stats hat. Das sieht man nämlich immer rechts an der Seite. Und ja, keine Ahnung. Also wenn ihr den Spiel, also wahrscheinlich kennt ihr den Spielmodus, denke ich aber mal von aus. Aber wenn ihr nicht kennt, könnt ihr euch ja das Video mal anschauen und sagen, wie ihr den findet. Weil ich glaube, so zur Abwechslung ist es mal ganz cool. Also ihr könnt auf jeden Fall auch mir in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr davon sehen wollt oder halt lieber nicht. Das Problem, was ich hier eigentlich immer habe, ist, dass ich nie Stuff finde. Also ich kriege gar nichts. Also wirklich nie. Ich habe nie irgendwas. Wie man es jetzt schon sieht, ich habe einfach keine Waffe. Ich habe ein paar Pfeile, aber keine Waffe. Ach, das ist eine Workbench. Ich dachte, das ist eine Kiste. Komm, hier ist eine Waffe drin. Ja, tatsächlich. Cool. Dann kann ich auch die Lederhose anziehen. So. Okay, hinter mir ist niemand. Oh, 2 Eisen, das ist gut, glaube ich. 3 Eisen habe ich jetzt sogar schon insgesamt. Ich glaube, das ist ganz gut für Syndicate Games. Aber ich habe halt kein Steak, das ist natürlich uncool. Ich schau mal eben, vielleicht finde ich ja hier noch eine Kiste oder so. Ich glaube, ich habe ihn gerade gesehen. Oder vielleicht habe ich mich auch getäuscht, keine Ahnung. Oh ja, die IP ist Multicube.net, steht jetzt auch oben. Also habe ich mich nicht getäuscht. War tatsächlich Multicube.net. Es gibt ja auch noch mehr Spielmodi, aber die habe ich mir noch nicht angeschaut. Also wenn ihr mal Langeweile habt oder so, checkt auf jeden Fall mal den Server aus. Dann hier gibt es viele coole Sachen, glaube ich. Oder hoffe ich zumindest. Dann ist der Typ, oh mein Gott, der hat ein Steinschwert, glaube ich. Habe ich gesehen, oder? Manchmal laggt der Server, muss ich dazu sagen. Also man hat es ja gerade gesehen. Oder ich glaube nicht, dass mein FPS sind eigentlich. Ich schau mal eben nach. Okay, 150 FPS ist jetzt echt nicht so geil. Und dann hat sogar einen Bogen. So, ich bin fast ins Feuer gelaufen. Oh Gott. Ich glaube, der Typ ist nicht so gut. Wenn ich ehrlich bin. Nicht so gut wie seine Stats. Und der Typ steht da. Was macht er da? Okay, er hat einen Enderflash gemacht. Dadurch wird man irgendwie blind oder so. Ich glaube, er hat sich selber blind gemacht, dann dürfte ich ihn eigentlich... Ja, okay, nice. Ich habe ihn getötet. Yeah, ich habe 6 Punkte bekommen. Ah, ja, Punkte sind immer cool. Ich würde sagen, ich spiele einfach ein paar Runden. Ich sag mal 5 oder so. Oder, ja, ich weiß nicht, wie lange die halt dauern. Und dann denke ich mal, habt ihr schon so einen kleinen Einblick von dem Spiel bekommen. Hoffe ich. Und ich hoffe, dass es euch gefällt. Und ansonsten wäre es ja uncool. Ich gebe mir hier ein Floating Island. Weil ich glaube, das ist... Ja, das ist die Map, die Ungespielt immer spielt. Also, ich habe das mal bei Ungespielt gesehen, dieses Video, also diesen Spielmodus. Und dann haben mir auch so ein paar Leute geschrieben, dass ich das mal machen soll, weil die es cool finden. Und jetzt mache ich es auch endlich mal. Ja, also vielleicht hört man draußen noch die Autos, das liegt daran, dass ich mein Fenster offen habe. Und ja, tut mir ein bisschen leid, aber kann ich auch nicht mehr viel dran ändern jetzt. Oh, wir haben Diamanten. Ich glaube, Diamanten sind gut oder zumindest selten in dem Spiel. Haben wir hier noch irgendwas? Hier ist eine Workbench, da ist eine Workbench. Ist noch eine Workbench. Okay, hier ist glaube ich nichts mehr. Dann gehe ich mal runter. Ich glaube, man kriegt keinen Fallschaden. Ja, okay, nice. Der war unter mir. Nein, 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 ich habe ihn gesehen. Oh fuck, er hat ein Schwert. Was soll ich denn jetzt machen? Ich wollte ihn... Oh nein, fuck, fuck, fuck. Ich wollte ihn runterboxen, aber das hat irgendwie nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Oh Gott, zum Glück kriegt man keinen Fallschaden. Ansonsten wäre ich jetzt schon ziemlich tot. Ich gehe jetzt mal in die Ecke hier. Ich weiß nicht, wo er ist. Okay, kommt von da. Dann gehe ich mal nach hier. Soll ich einfach probieren, ihn gleich runter zu boxen? Muss ich ja. Ich habe keine Waffe. So. Da werde ich ihn jetzt gleich runterboxen. Okay, jetzt kommt er von der anderen Seite wieder. Ich glaube, er will nicht, dass ich ihn runterboxe. Ha! Komm. Na, komm. Ja, okay, er ist unten. Stirbt man denn, wenn man unten ist? Ich hoffe doch. Oh mein Gott, wenn man nicht stirbt, na dann... Schwert, geil. Oh, jetzt kann ich meine Rüstung auch anziehen. Ich glaube, man stirbt nicht, wenn man runterfällt. Ist ja uncool. Okay, jetzt habe ich so einen komischen Enderflash. Also, dadurch wird man irgendwie blind oder so, habe ich gesehen. Der Typ kommt jetzt auf mich zu. Dann, pam. Jetzt hat er den Enderflash geschluckt. Ich esse kurz was. Und jetzt sieht er ja nicht, wo ich hingehe. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal hinter die Ecke. Okay. Wow, ich habe ihn bekommen. Wie habe ich das gemacht? Oh mein Gott, der war ja richtig low. Und ich habe eine 2er-Killstreak. Oh, ich bin richtig gut. Yay. Ja, ich habe 2 Runden am Stück gewonnen. Das ist ein neuer Rekord. Okay, ich spiele das auch relativ selten eigentlich. So, ich gehe jetzt mal hier direkt in die nächste Runde. Desert Town. Okay, schau ich mir doch mal an. Der Typ hat sogar 1000 Punkte, wow. Und da ist eine Kiste schon direkt. Komm, bitte, 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 gib mir was Cooles. Komm, komm, Schwert, 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 Schwert. Okay, Bogen immerhin. Hier ist auch eine Kiste, geil. Okay, kein Schwert leider bis jetzt, aber wir haben schon fast für Leder. Ich glaube, das ist ganz gut. Weil man hat ja gesehen, eben hatte ich nur eine Lederhose. Ah, schon wieder kein Schwert, aber ich habe immer nur 3 Pfeile. Oh, komm, Schwert, Schwert, Schwert. Oh. Ich habe 3 Bögen und 3 Pfeile und kein Schwert. Ich würde gerne irgendwie 2 Bögen zu einem Schwert machen. Das wäre cool, wenn das gehen würde irgendwie. Okay, eigentlich nicht, aber... Na, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, komm. Ich brauche eine Waffe. Ein Schwert oder irgendwie so. Sowas in der Art. Wäre ziemlich cool. Warum ist denn hier nichts? Das ist so großes Gebäude und da ist einfach nichts. Irgendwie erinnert mich die Map ein bisschen an Assassin's Creed. Also ich spiele im Moment übrigens nicht so viel Minecraft, falls ihr das denkt oder so, keine Ahnung. Aber ich spiele im Moment relativ viel Assassin's Creed, also, okay, was heißt relativ viel, so ein paar Stunden am Tag. Ja, Assassin's Creed ist cool. Ich schau mal eben. Ich glaube, ich kann die Typen jetzt einfach töten, weil ich habe 6 Pfeile, ich habe fast voll Leder, das ist schon richtig gut eigentlich. Hoffe ich zumindest. Ich weiß mal nicht, dass er voll Iron und Dia-Schwert hat. Das wäre ein bisschen uncool. Ich finde die noch nicht. Ich stelle mich mal hier in den Block und gucke, ob ich einen Namen sehe. Nee, tue ich auch nicht. Wo habe ich gerade einen Namen gesehen? Nee. Wo ist der Typ denn? Ich schau mal hinter mich. Da ist eine Kiste auf jeden Fall. Die hol ich mir nochmal vorher. Vielleicht war er da noch nicht dran. Okay, einen Bogen. Haben wir 3 Bögen. Oha. Ich brauche eigentlich nur einen. Wo ist der Typ denn? Wo ist der Typ? Vielleicht ist er da, wo ich gespawnt bin. Und denkt sich gerade so dasselbe wie ich. Wo ist der andere Typ denn nur? Okay, er ist hinter mir. Okay, Double Hit. Okay, ja, nice, okay. Den habe ich bekommen. Und der hat sogar 12 Punkte gegeben. Wow, richtig der Profi. Ob es ja auch Leute gibt, die irgendwie 1000 Punkte geben, so wie R5? Würde mich mal interessieren. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Wins der Beste hat oder so. Oder Kills oder wonach es hier halt geht. Also ich würde sagen, 2 Runden gehen noch. Desert Town hatten wir gerade. Ich spiele mal hier Death Island. Oh, die Map habe ich schon mal gesehen, ja. Die hat ungespielt, glaube ich, mit Tuttle gespielt. Kann das sein? Oder Tuttle mit ungespielt? Ich weiß es nicht. Gar keine Ahnung. Aber ich habe sie auf jeden Fall schon mal irgendwie bei einem von denen gesehen, auf jeden Fall. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin ein krasser Fanboy oder so. Weil die haben halt Syndicate Games hochgeladen und da dachte ich mir so, was könnte das denn sein? Das klingt ja ganz cool. Und ich glaube, einer von denen hatte dann keine Waffe oder so und wurde in die Lava geboxt. Ich weiß aber nicht mehr genau. Ist doch schon ein bisschen länger her, irgendwie ein paar Monate oder so. Okay, nicht ein paar Monate, aber halt ein paar Wochen. Wow, ich flawless ihn übelst. Okay, jetzt nicht mehr, aber 4er-Killstreak. Das bedeutet, ich habe schon 4 Runden gespielt. Ich würde sagen, eine geht noch. Und ja, ich versuche jetzt nochmal eine verschiedene Map zu bekommen. Und ja, ich hoffe, dass euch der Spielmodus soweit gefällt. Und ich denke mal, für zwischendurch geht das doch durch, oder? Und ja, ich bin auch relativ, oder was heißt ich, wir sind relativ dicht vor den 2K. Also im Moment, wenn ich das hier gerade aufnehme, sind es noch, glaube ich, 10 Abos oder gar nicht, war 5 oder so. Und als 2K-Special wird auf jeden Fall was kommen. Aber ich werde wahrscheinlich mal ein Video machen, wo ich euch frage, was ihr sehen wollt und so. Weil, also ich habe schon gute Ideen eigentlich. Aber ja, ihr dürft trotzdem nochmal so mitentscheiden so ein bisschen. So, was haben wir hier? Oh, Enderperlen. Stimmt, die gibt es immer in Enderchests. Habe ich so mitbekommen. Ja, vielleicht eine Waffe oder so. Wäre cool. Haben wir hier irgendwas? Nö. Hier drin? Ja, das war's. Oh nein, keine Waffe. Ist uncool, ist uncool, ist uncool. Ich brauche eine Waffe. Eine Waffe. Und hier ist nicht meine... Doch, da ist eine Chest. Wie komme ich da ran? Okay, kacke. Ich habe richtig scheiß Stuff im Moment. Glaube ich. Ja, das ist scheiß Stuff. Ich mach die hier mal auf die 4, so. Oh Gott, ich brauche unbedingt eine Waffe. Schwert oder Bogen, komm, hier gibt's doch irgendwo ein Schwert oder einen Bogen, bitte. Komm, hier drin, ja, das sieht doch hier nach Schwerthöhle aus. Das ist die Schwerthöhle, ich kenne mich doch auf der Map aus. Hier ist jetzt ein Eisenschwert, hier unten in der Kiste ist ein Eisenschwert. Ja, ja, da haben wir ein Eisenschwert. Nein, Spaß, okay. Oh Kacke, wie soll ich denn ohne Waffe gewinnen? Ich denke, sie kann die auch nicht in die Lava kicken, glaube ich, weil dann zählt das, glaube ich, als... Also dann respawnen die halt, so wie eben. Ich habe ja den Typen ins Nichts gekickt und der ist auch respawned. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, wenn man ihn nicht direkt tötet, aber... ja, könnte ich mir halt vorstellen eigentlich. Oh Gott, da hinten ist er. Hätte auch nichts, glaube ich. Wenn ich richtig Glück habe, hat er auch nichts. Da hinten ist eine Kiste, komm, bitte ein Schwert, bitte ein Schwert. Komm, 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 bitte. Ja, ein Schwert. Nice. Okay, jetzt porte ich mich mal nach da hinten. So, wo ist der Typ? Hier vorne war der eben gerade. Ja, wo ist denn der Typ jetzt hin, bitte? Weil ist das hier mein Spawn? Ich weiß es nicht. Ich kann mich gar nicht orientieren auf der Map irgendwie. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Da hinten ist er. Kriegt man Fallschaden von den Dingern hier? Ne, man kriegt auch keinen Schaden davon. Ist egal. Da ist er ja. Nein, 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 nein. Oh nein, jetzt ist er weg. Und, oh, komm. Oh, nein, er lebt immer noch. Gar nicht kriege ich. Wo ist der hin? Jetzt ist er da vorne. Da ist er. Hör. Komm, 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 komm. Nice, okay, GG. Ja, okay, die Runden waren jetzt nicht so mega spannend. Aber ich hoffe trotzdem, dass sie euch gefallen haben. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, würde ich einfach mal sagen, schreibt ihr mal Hashtag Multicube einfach in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, genießt das Wochenende noch. Und ja, freut euch wahrscheinlich dann bald aufs 2000 Abo-Special. Und ja, also ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, vergesst nicht Hashtag Multicube. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Wir sehen uns irgendwann mal wieder. Ciao, ciao. Vor allem hier gibt es auch noch Survival Games. Fällt mir jetzt gerade auf. Okay. Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal.